hörst die Leipziger Podcastbetriebe. Eine hörbare Stadtrundfahrt mit Alex und Kevin. Hallo, schön, dass du da bist. Wir laden dich herzlichst ein, zusammen mit uns die wohl schönste Stadt der Welt zu entdecken und nehmen dich mit auf eine hörbare Stadtrundfahrt via Bus, Bahn, Bike und Tram. Regelmäßig entdecken wir dabei einen neuen Ort Leipzigs und bringen dir die Schönheit dieser Stadt direkt ins Ohr. Wie immer mit spannenden Fakten, die du so vielleicht noch nicht über die Messestadt wusstest. Außerdem gibt's am Ende der Folge Veranstaltungstipps, denn auch kulturell hat die Messestadt trotz Corona und trotz schlechten Wetters so einiges zu bieten. Auf los geht's los, bitte alle einsteigen. Nächste Haltestelle, Starnberg. Und hier sind eure Tourguides, Alex und Kevin. Hallo Alex. Hallo Kevin. Ja, ich habe es gerade schon gesagt, wir zeichnen heute hier am Mittwoch auf, also eine Woche vorher diesmal. An einem verregneten Mittwoch. Leicht verregnet. Aber wenn ihr mal in den Blog-Eintrag guckt, ich sitze hier mit Regenschirm, du mit Regenjacke. Genau. Ja, und wir versuchen alles, heute mal eine Aufnahme unter widrigsten Bedingungen nehmen wir heute für euch auf. Also wirklich, es fehlt jetzt nur noch der Schneesturm, aber das machen wir da im Winter. Da warten wir noch ein bisschen. Im Winter das kann noch ein bisschen dauern. Ah. Ich hätte nichts dagegen, wenn die Sonne vielleicht nochmal so ein bisschen zurückkommt. Wäre schon schön, aber... Aber so ein kleiner Regenschauer ist ja auch nicht schlecht, weil es war ja schon sehr trocken so den ganzen Sommer über. Und auch die Temperaturen jetzt so zwischen 16 und 20 Grad. Ich finde das eigentlich ganz gut. Ja, naja, 5, 2, 3, 4 Grad wärmer könnten schon sein. Aber ja. Alle meckern sie, alle. Nur dieses gute ist Wetter. Ist doch immer so. Im Winter wünscht man sich den Sommer und im Sommer wünscht man sich den Winter. Apropos meckern, Kevin. Ich muss mal über die Verkehrsbetriebe meckern. Oh, 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 oh. Also jetzt kommt meine Story, wie ich hierher gekommen bin. Wir sind ja heute in, wo sind wir denn? In Stameln. Stameln. Liebe Grüße gehen übrigens raus an Sven. Der hat sich das gewünscht, tatsächlich mal vor Ewigkeiten, gleich dass wir seine Haltestelle... Gleich nach der ersten Ausstrahlung. Wir dachten so, Stameln, was? Das haben wir ja noch nie gehört. Da müssen wir mal hin. Und jetzt haben wir es uns vorgenommen. Ja. Mit der 11 ganz weit rauszufahren, war zumindest mein Plan. Ich bin an der Münzgasse eingestiegen und dachte mir so, yo, da kannst du eigentlich durchfahren. Ich glaube... Sogar 7 Kilometer sind das ungefähr von hier bis zum Hauptbahnhof und ein paar Kilometer mehr bis zur Münzgasse. 13 Haltestellen, 20 Minuten Fahrt. Nice, muss nicht mal umsteigen. Eigentlich eine coole Haltestelle, Stameln, gefällt mir sehr gut. Ja. Dann habe ich festgestellt, die meisten Elfs, also Straßenbahnlinien 11, sind eigentlich 11E. Oh. Das sind also verkappte Zehner, die nämlich nur bis nach Waren fahren. So. Und jetzt muss ich noch eine finden, die bis zur 11 fährt und das irgendwie nur alle 20 Minuten gefühlt. Ich glaube, die 11E, die sind immer sitzen geblieben in der Schule, mussten noch ein Jahr dranhängen, sind aber dann trotzdem noch Ich war in der 7E. Das war eine Ersatzklasse, weil die noch zusätzlich nach der... Ja. Wir waren die guten Schüler. Auf jeden Fall habe ich dann eine 11 gefunden, die 17.23 Uhr an der Münzgasse hätte losfahren sollen. Nee, 17 Uhr. Uhr 24 hätte losfahren sollen, denn sie ist tatsächlich eine Minute zu früh gekommen, Kevin. Ich habe die einzige Leipziger Straßenbahn in ganz Leipzig heute gefunden, die verdammt nochmal, und ausgerechnet, wenn ich eine Minute zu spät bin, eine Minute zu früh fährt. Vielleicht war ja aber auch nur die Anzeige in der App eine Minute zu spät. Na. Ich habe es auch gesehen, sie war original eine Minute zu spät. Also es war nicht nur die so 30 quasi, Sekunden oder so. Vor der Nase gefahren. Es ist auf 23 umgesprungen, mein iPhone, und genau dann ist sie aber auch vor meiner Nase weggefahren. Und sie war schon in Sichtweite für dich. Ja, dann bin ich in Wilhelm-Leuschner-Platz eingestiegen, in die S3 bis nach Waren gefahren und den Rest jetzt gelaufen. War auch schön. Da habe ich noch eine Neuentdeckung gemacht. Einen kleinen idyllischen Bauernhof mitten in der Stadt, aber ich erzähle euch dazu gleich mehr. Ja, da kommen wir gleich mal dazu. Du willst ja bestimmt ein paar grundlegende Fakten über diese Haltestelle. Was ich nur gerade so sagen wollte, wo ich mich übrigens am meisten aufrege, ist, wenn die die Straßenbahn noch an der Haltestelle steht, aber schon alle Türen verrammelt hat, aber es ist noch rot und noch 30 Sekunden lang steht die da und du willst eigentlich noch rein, aber es macht keiner mehr auf. Gibt's auch. Immer, es gibt solche und solche Straßenbahnfahrer, muss ich auch dazu sagen. Ja, das stimmt. Ah, ja, so ist es. ÖPNV. Wir wollen ja positives Denken hier verbreiten. Ja.
Nee, aber ich wollte dir meine Odyssee hierher nochmal. Ja, ja, ja. Du bist ja mit der 11 tatsächlich gefahren. Du hast sie bekommen. Ja, ich bin erstmal mit der 10 gefahren, weil die schon eher kam. Da dachte ich mir, ja, da kannst du gleich mal bis Waren aufnehmen. Da kannst du auch gleich Waren-Endhaltestelle, die das Memo mit aufnehmen, ne? Das, was wir euch hier immer präsentieren. Da können wir auch mal hin. Da ist der Auensee, da ist es schön. Genau, und dann bin ich dort umgestiegen in die 11, die zwei Haltestellen dann nochmal. Ja, war ganz okay, meine 11 fuhr quasi durch. Ja, und wo wir jetzt so an der richtig großen, mächtigen Haltestelle sind, gibt es ja nicht so viel. Also der Sven, der hat uns hier vor eine richtige Herausforderung gestellt und es ist ein bisschen frech von ihm, dass er das gleich am Anfang gemacht hat. Ich weiß gar nicht, wohnt er hier oder liebt er diese Haltestelle oder hasst er uns, dass er uns so eine Herausforderung hat? Werden wir wahrscheinlich dann im Nachgang hoffentlich erfahren, wenn er uns denn noch zuhört. Das ist ja schon. Wobei ich sagen muss, dass das eine Haltestelle ist, wo ich mich schon in der Vorbereitung extrem gewundert habe, weil es hier so viele tolle Sachen gibt. Ja. Also ich habe über diese Haltestelle, glaube ich, mehr erfahren als über so manche andere, wo die vielleicht üblicher wäre. Ja, wir sind ja auch noch ein Stück durchgelaufen hier, ne? Durch den Ort Stameln sozusagen. Ja, da kommen wir bestimmt gleich nochmal dazu. Genau. Und dann erzählen wir euch mal, was wir hier schon so gesehen haben. Das heißt, ich lege jetzt erstmal los, was es hier so an Fakten zu wissen gibt. Und zwar, die heutige Haltestelle liegt entlang der Weißen Elster und der Luppe nordwestlich der Leipziger Innenstadt. Kurz vor der Haltestelle geht die Georg-Schumann-Straße in die Hallesche Straße über. Und da haben wir schon den ersten Fun-Fact. Die Georg-Schumann-Straße ist die allerlängste Straße Leipzigs. Okay. Die Straßenbahnlinie 11 ist auch die längste Linie. Ich habe jetzt von der Georg-Schumann-Straße, zumindest bei Google Maps, habe jetzt gerade nicht nochmal geguckt, die höchste Nummer 416 gefunden. Okay. Weiß nicht, ob das hinhauen kann oder ob es auf der anderen Seite vielleicht noch eine höhere Hausnummer sozusagen gibt. Aber auf jeden Fall merkt man schon, das ist eine relativ, relativ lange Straße. Das kann ich mir vorstellen. Ich habe es ja gerade schon mal so ein bisschen angedeutet. Von hier, von der Haltestelle bis zum Hauptbahnhof sind es roundabout 7 Kilometer. Das heißt, entweder man entscheidet sich fürs Laufen, das wären dann 1,5 Stunden, oder man fährt 13 Haltestellen mit der Straßenbahn und ist dann in 20 Minuten in der Innenstadt, was eigentlich auch für andere Großstädte machbar ist. Ne? Da zählt das fast noch zur Innenstadt. Das ist und hier wahr. Ist man gefühlt auf dem Dorf. Also hier ist wirklich an der Haltestelle komplett gar nichts. Deshalb sind wir jetzt auch ein bisschen weiter gelaufen, um zumindest so ein bisschen was zu sehen. Ja, wir sind ein bisschen weiter runter nach Stameln rein sozusagen. Genau. Und bevor wir jetzt genau darauf eingehen, kommen wir doch mal ein bisschen zur Geschichte, wie das hier alles so entstanden ist. Denn schon seit Urzeiten, also seit der Eisenzeit, die zwischen 750 vor Christus und dem Jahre 5 nach Christus herrschte, ist die Region besiedelt. Darauf deuten immer wieder Funde hin, die von menschlicher Behausung, also die von Menschenhand gebaut worden sind. Die Sorben um ca. 600 nach Christus waren mit die ersten Menschen, die sich hier niederließen. Zuvor haben sie germanische Hermunduren immer weiter nach Westen verdrängt. Und Stameln an sich entstand dann dabei zwischen dem Jahre 600 und 800 nach Christus und bekam den Namen Stamil. Es ist eine slawische Namensgebung, die wohl so viel bedeutet wie der Ort des Schaffensfrohen. Ich muss hier ein bisschen gucken, weil der Regen so ein bisschen mein Skript verwischt. Ja, ich sehe es auch gerade. Das, was ihr übrigens immer so im Hintergrund hört, ist der Regen auf meinem Regenschirm wahrscheinlich. Genau, genau. Hoffe, man hört es nicht zu sehr. Also, von den zuvor hier lebenden Hermunduren, wer hat sich denn so einen Namen ausgedacht, blieb bis heute lediglich, in Anführungsstrichen, der Name Alstravar, die Weiße Elster, was so viel bedeutet wie die Eilende. Wusstest du das? Das kommt aus dem Tschechischen übrigens, die Elster. Ah. Genau. Und ja, 1463 wird Stameln das erste Mal urkundlich erwähnt, wobei Stameln immer nur als Beigabe gedient hat. Also das ist quasi so ein Ort, das war immer mit irgendwo erwähnt halt. Und wenn es verkauft worden ist, dann wurde halt Stameln so ungefähr mit dazu verschenkt.
Genau. Und hätte zwar, man günstiger haben können als heutzutage. Wir kommen gleich nochmal auf das Luxusobjekt, was wir hier genau entdeckt haben. Denn in Waren gab es zum Beispiel ein Rittergut, welches Magdalena von Blank, die Witwe des letzten Rittergutsbesitzers, 1592 zusammen mit Stameln an den Leipziger Rat verkaufte. Sogar das kirchliche Leben ging von Waren aus, da Stameln keine eigene Kirche besaß. Und ich glaube, wir haben auch bis heute keine wirkliche Kirche gesehen. Aber das ist ja mittlerweile gar nicht mehr so wichtig, dass es quasi so ein richtiges, imposantes Gebäude gibt. Es gibt ja auch schon Gebetsräume und sowas, ne? Das, genau. Mein iPad ist nicht wasserdicht, aber okay. Sonst müssen wir umziehen, wenn es jetzt zu sehr regnet. Aber da hinten klart es auf. Es könnte sein, ja, dass es denke, gleich wenn aufhört. Wenn wir jetzt 5 Minuten warten, dann oder ausharren. Genau, wo waren wir stehen geblieben? 1829, wir machen einen kleinen Zeitsprung, gab es hier immer noch keine eigene Schule. Und allerdings wohnten damals auch erst 110 Einwohner in insgesamt 27 Häusern. Also es war nicht groß, deswegen kann man das fast verstehen, dass das immer als Beigabe irgendwo mit dabei war. Erst 1898 wurde Stameln zu einem eigenen Schulbezirk und konnte sich eine eigene Schule leisten. Die haben wir auch gesehen, die Schule steht direkt an der Haltestelle. Genau, das könnt ihr dann auch nochmal im Blog sehen oder ihr fahrt einfach mal hier raus ins Nichts. Genau. Ja, was haben wir dann noch so? Wir bleiben mal in der Chronologie und zwar zur Zeit der Völkerschlacht. Also wir gehen nochmal einen kleinen Zeitsprung zurück. Blieb Stameln natürlich nicht von Plünderungen und Verwüstungen verschont. Heute erinnert daran ein Gedenkstein an der alten Dorfstraße. Das seht ihr auch im Blog bei uns. Da haben wir ein Bild gemacht. Sind wir dran vorbeigekommen gerade eben. Genau. Richtig. Genau, das ist ein Gedenkstein an die Völkerschlacht und die Verwüstungen hier in diesem Ort. Im Laufe der Zeit entwickelte sich Stameln, bis dato eher an der Weißen Elster gelegen, Richtung der 1815 ausgebauten Staatsstraße der heutigen Hallische Straße und zog damit auch die Industrialisierung an. Denn es war hier ist relativ gut gelegen. Und das hat sehr viele Firmen interessiert. Aus einer bis 1875 alten Wassermühle wurde eine elektrisch betriebene Mühle nach modernsten Maßstäben und mahlte Weizen und Roggen zu Mehl. 1999 machte das Unternehmen übrigens einen Umsatz von 16,8 Millionen D-Mark. Das ist eine ganze Menge Geld für ein bisschen Mehl. Ja, 1896 nahm die elektrische Straßenbahn ihren Betrieb auf. Heute verkehrt hier die Linie 11, wenn sie denn so weit fährt. Wenn. Über die wir gerade schon gestolpert sind, genau. 1899 wurde nordöstlich von Stameln und Waren sogar ein Rangierbahnhof gebaut, welcher bis heute noch betrieben wird. Anfang des 20. Jahrhunderts siedelten dann auch einige Firmen an, und zwar eine Senffabrik, eine Essigfabrik, gefolgt von einer Woll- und Maltuchfabrik, sowie ganz vielen anderen Betrieben. Somit entstanden hier auch jede Menge Arbeitsplätze, und auch in Waren brach eine recht gute Zeit für die Anwohner an. Im Zweiten Weltkrieg jedoch erlitt der Rangierbahnhof einen erheblichen Rückschlag und nördlich von Stameln glich die ganze Gegend einer Kraterlandschaft. Ist ja logisch, also naja, nicht logisch, aber kann man sich ja denken, dass solche Bahnhöfe Ziel der Alliierten damals waren. Ganz verübeln kann man es ihnen leider nicht. Bis heute entwickelt es sich Lütschena Stameln, so wird das hier quasi insgesamt genannt, wegen seiner verkehrstechnischen Lage dennoch zu einem attraktiven Gewerbegebiet, auch wo auch Wohnraum sehr gefragt ist. Haben wir ja gerade schon gesehen, da kommen wir gleich nochmal drauf. Ja, was haben wir noch als Fun Fact?
Was haben wir noch als Funpack? Als Wahrzeichen hat Stameln eine Linde im Wappen. Diese musste jedoch 1909 nach einem 18 Jahre andauernden Rechtsstreit weichen, weil sie den dahinter wohnenden Hausbesitzern die Sicht genommen hat. Ah, das ist bitter. Ja. Das ist wirklich bitter. Ja, und was wir sonst noch so hier jetzt finden, quatschen wir jetzt mal ein bisschen drüber, so ein bisschen Freestyle-mäßig. Ich werde langsam nass. Also hier gibt es schon so einiges zu entdecken. Ich muss nur gerade mal eben auf die Internetseite, weil ich gerade, als ich eben vom S-Bahnhof Waren hierher gelaufen bin, an einem, Bauernhof ist übertrieben, aber an so einem kleinen naturnahen Garten vorbeigegangen bin und dachte mir so, hä, was sind denn das für Tiere und warum hier mitten in der Stadt und was passiert hier? Und dann hat sich rausgestellt, das ist der sogenannte Hof Igelgasse und die haben ganz viele Schafe, die sie züchten, glaube ich sogar Hüten. Auch, behüten. Und das sind ganz spezielle Schafe, nämlich Skudden steht gerade auf deren Internetseite. Was hast du vorher gedacht, Alex, was das sind? Na, das hätte ja alles sein können. Steinböcke. Ziegen. Ziegen. Du hast gesagt Ziegen. Also sie haben Skudden, ungarische Zackelschafe. Okay. Die haben sogar einen mitteldeutschen Fuchs. Den kann man sich auf der Internetseite von denen angucken, beziehungsweise auch live vor Ort. Sieht so ein bisschen aus wie ein Schäferhund. Ja. Alpakas, die habe ich leider nicht gesehen. Oh, wir müssen nachher nochmal hin. Ja. Seit 2009 haben sie Alpakas. Ich hoffe, es wird ein bisschen trockener. Ach, nicht seit 2007. Ja, guck mal, es kommen tatsächlich auch noch Ziegen vor. Und ein Lama. Lama haben sie auch noch. Und Kaninchen. Habe ich alles nicht gesehen. Habe nur die Skuddles gesehen. Ja. Und indische Laufenten. Alter, wie groß ist das eigentlich? Ich habe nur den vorderen Teil gesehen. Liebe Freunde, was ich damit sagen will, ist die Empfehlung des Tages. Hof Igelgasse hier in Stameln, kann auch schon Waren sein, weiß ich nicht. Bin, wie gesagt, von der S-Bahn-Station hierher gelaufen. Ja, irgendwo dazwischen wahrscheinlich. Ne? Und die haben auch einige Projekte und einen Hoftag noch 2020. Mal schauen, wann der ist. Sollte am 18. April sein, von 11 bis 17 Uhr. Okay, vielleicht... Ist leider in diesem Jahr nicht möglich. Wird wahrscheinlich dann erst nächstes Jahr wieder stattfinden, genau. Der Hoftag. Aber es ist total liebevoll gemacht und sieht total schön auch aus. Der Hof Igelgasse. Genau. Das war so eine ganz spontane Entdeckung, die ich gerade eben gemacht habe. Ja, so ist das doch bei uns. Ne? Wir sind ja auch gerade an der Mühle dran vorbeigegangen, weil wir dachten, da ist noch eine Mühle. Aber wir haben jetzt entdeckt, dass... Das heißt nur noch Mühlstraße. Ja, und es sieht auch noch so halb aus wie eine Mühle mit einem Kondor dran. Und das ist aber mittlerweile alles Wohnraum. Aber was für einer. Mühlstraße 20, Freunde. Das sieht so ähnlich aus wie die Buntgarnwerke in Plagwitz auf der Nonnenstraße. So ähnlich haben sie hier aus der Mühle extreme Luxuswohnungen galore draus gemacht. Also das ist der absolute Wahnsinn. Direkt am Fluss gelegen und extrem ruhig und chillig. Also es sieht auch schick aus. Ja, extrem aufwendig saniert ja, auf jeden genau. Fall. Ja, genau. Also das ist wirklich sehr extrem aufwendig saniert, das stimmt. Wir haben Man auch hat ein paar ja auch den Charme so beibehalten, ne, von diesen, also ich habe ja Bilder gesehen im Internet, bei Wikipedia und so sieht man ja, wie das hier vorher so ein bisschen ausgesehen hat und das ist auch relativ ähnlich alles weiter so erhalten. Also optisch worden. Passt tatsächlich sehr gut rein, ja, aber ich glaube innen drin sind das wirklich wahnsinnige Luxusbuden, also man merkt es auch an den Autos, die hier rumstehen, es das sind stimmt. Audis, zum großen Teil Audis. Die Marke mit den vier Reifen. Ja. Oder Ringen. Also Kevin, das können wir uns auf jeden Fall nicht leisten. Was wir uns leisten können, ist eine Suppe. Eine Suppe? Im Suppentopf Stameln. Ja. Das fand ich irgendwie so sympathisch. Ja, das es gibt ja auf der Tschochischen Straße in Plagwitz auch so einen Suppenladen. Ich weiß gar nicht, ob das noch einer ist oder ob das mittlerweile schon wieder ein neuer Laden ist. Und in der Nähe von der Münzgasse gibt es auch einen Suppentempel, wo es eine Suppenflatrate sozusagen gibt. Und hier in Stameln nennt sich das Ganze Suppentopf. Allerdings muss man da, ich sag mal, zeitlich sehr flexibel sein. Denn der Warum? Suppentempel hat nur montags bis freitags von 10 bis 14 Uhr auf. Oh, ich dachte gerade schon, gehen wir dann noch was essen, weil du machst mir gerade schon hab wieder Hunger. Ich auch, das roch gerade hier eben auch schon so ein bisschen nach Essen. Aber leider nur von 10 bis 14 Uhr geöffnet wochentags. Aber die bieten wohl ein Party-Catering an. Mhm. Ich habe mal hier so ein... aus der Speisekarte von dieser Woche, das ist wirklich immer eine Wochenkarte, einen kleinen Auszug mitgebracht. Den Mittagstisch sozusagen.
Genau, heute eine Blumenkohl-Cremesuppe, eine Kartoffelsuppe, ein Suppentopf-Spezial Hackfleisch-Kartoffeltopf mit Champignons. Oder, wenn ihr morgen da seid, gäbe es Buletten-Eintopf oder Hühnersuppe mit Nudeln, Gemüsecremesuppe, am Freitag dann noch Kohlrabi-Apfelsuppe mit Räucherlachs, fancy, Curry-Ananas-Rahmsuppe mit Pute, boah, oder eine Soljanga. Darf ich da mal kurz eingreifen? Was davon hättest du jetzt gegessen, Kevin? Den Hackfleisch-Kartoffeltopf ohne Champignons. Du weißt schon, dass wir erst am 9. September rauskommen und deswegen... Ja, ist jetzt beispielhaft. So. Also wenn ihr dann wieder reinguckt in diese Wochenmenüs, dann steht da bestimmt was anderes. Das war jetzt nur mal so, um euch geschmacklich schon mal vorzubereiten, was diese Küche kann. Aber Buletten-Eintopf, wie muss ich mir das denn vorstellen? Also sind da ganze Buletten dann drin oder was? Das ist das Geheimnis des Suppentopfs starten. Ja, also ich würde auf jeden Fall, Hühnersuppe geht immer. Gemüsecremesuppe, alles widerspricht meinem Kodex. Gemüse. Kohlrabi-Apfel finde ich auch relativ pervers so für meinen Geschmack. Mit Räucherlachs. Der Räucherlachs ist geil, aber Kohlrabi-Apfel finde ich irgendwie nicht so mein. Also das klingt nach einer Sommersuppe. Ja, wünsche ich mir jetzt gerade so ein bisschen. Was haben wir denn sonst noch so? Also, weil wir gehen ja nachher nicht in einen Suppentempel essen, in einen Suppentopf essen, finde ich fast ein bisschen schade. Ich empfehle es auf jeden Fall unseren Zuhörern. Wer da mal vorbeischauen möchte, ist auf der Stamelner Straße 152. Ich glaube, die machen das auch nur bis 14 Uhr, weil hier so viel Gewerbegebiet ringsum ist. Das ist Mittagstisch. Einfach schon die Doppelleer haben. Ich glaube, das ist Mittagstisch und ich kann mir auch wirklich vorstellen, dass da Leute wirklich in der Zeit hingehen. Ja. Habe auch mal ein Praktikum auf dem Dorf gemacht und da war auch so ein Fleischer, der hat auch so Mittagsangebote und Lasagne und Nudeln und sowas. Und da, die haben das, glaube ich, auch nur für 2-3 Stunden angeboten. Es ist super gelaufen. Es war super lecker. Weißt du, was ich gerade, das erinnert mich gerade so an eine Wanderung, die ich mal vor Jahren mit einem Freund zusammen gemacht habe. Durch Stammeln? Oh. Nee, von Dresden zurück nach Leipzig wollten wir laufen. Um Gottes Willen. Und da sind wir früh an eine Bäckerei herangegangen. Und da haben wir noch Brötchen wie bei Mutti gekriegt. Mit einer Scheibe Wurst drauf und Butter. Kein Schnickschnack, kein gar nichts. Das fand ich sehr sympathisch. Wobei Leute, die aus dem Norden kommen, haben mir berichtet, dass die Semmeln und die Brötchen hier in Leipzig wohl doch ganz gut sein sollen bei dem einen oder anderen Bäcker. Selbst wenn man bei so einer... ich sag mal, Leipziger Kette kauft. Definitiv besser als zumindest bei der Wendeltreppe. Wollte ich gerade nicht sagen, aber ja, die Protagonisten sind's. So, wir gehen mal weiter auf der Stamelner Straße, denn alles, was ich euch vorstelle heute, spielt sich auf dieser Stamelner Straße ab. Das ist wahrscheinlich die Hauptstraße hier in Stameln. Genau. So, gerade waren wir auf der Stamelner Straße 152, da gibt's den Suppentopf. Und auf der 180 ist der KGV-Stameln einer von vielen schönen kleinen Schrebergärten. Das ist ein Kleingartenverein mit 72 Parzellen. Der ist total schön gelegen am Auenwald. Und ich habe auf der Internetseite gesehen, werden wir euch auch verlinken, das Flurstück 33 steht gerade zum Verkauf. Also wer sich da gerade interessiert. Ich habe ja mittlerweile das Gefühl, viele junge Menschen entdecken das Kleingärtnern wieder so für sich. Ich habe dir ja schon tausendmal gesagt, Alex, wann gönnen wir uns einen Garten? Wir sind nicht mehr jung. Bist du doof oder was? Mit 30 geht das Leben erst los. Nee, wenn ich jetzt noch mit Kleingärten anfange, ach nee, ja. Ach doch, oh, nee, ja. Das wäre was ganz Sympathisches. Dann können wir mal so eine Podcast-Sause machen. Ja, ich habe ein, zweimal Bock und dann hört es aber auch auf. Dann könnten wir den Gartentipp der Woche machen. Ja. Oder was? So, also hier, das Rasenmähen mit der Gartenschere einmal nachschneiden und dann nimmt man hier aber die Nagelschere, damit das hier auch ganz ordentlich aussieht. Ich wollte gerade sagen, mit der Gartenschere spielt sich gar nichts ab, sondern mit der Nagelschere. Um Gottes Willen. Ich sehe, dass das, wir haben... Wir laufen nachher mal zum KGV, schauen uns das Flurstück 33 mal an. Ich habe das direkt auf der Karte, ist das markiert, das sieht man, steht zum Verkauf. Oder wir pachten uns einfach irgendwie eine Parzelle dort. Ich nehme dich jetzt beim Wort. Du hast gesagt, wir pachten uns eine. Nein, ich habe gesagt, wir gucken uns das mal an. So, Konjunktive, verstehst du? Und schau. Naja. So, wir laufen weiter auf der Stamelner Straße, bevor ich hier noch eine Gartenpacht mir einreden lasse. 180 waren wir gerade, jetzt geht es weiter zu 218. Und dort, und das habe ich nicht gewusst, ist ein Rugbyplatz vom Rugby Club Leipzig e.V. Wusstest du, dass wir einen Rugbyverein haben? Und die sind relativ
gut in der Bundesliga sogar aufgestellt. Die Bundesliga dieses Jahr musste offensichtlich unter Corona-Auflagen eingestellt werden und findet erst im März 2021 wieder statt. Ich habe aber mal in die Tabelle geguckt. Die haben 8 Spiele dieses Jahr spielen können und RC Leipzig war bislang auf Platz 2. Also die sind echt gut. Von wie vielen Mannschaften? Viele. Also ich habe nicht die ganze Tabelle gesehen, aber so 15 waren, glaube ich, so auf der ersten Seite gefühlt. Also es ist richtig, klingt Bundesliga gut. Nordost oder so. Mhm. Platz 2 ist schon gut. Ja. Was krass ist, dass der RC-Club, der Rugby-Club Leipzig nicht untätig ist. Ganz viele Projekte und andere sportliche Aktivitäten finden trotzdem noch dort statt. Zum Beispiel können gerade Hortkinder dort Rugby spielen lernen. In den Ferien war das zum Beispiel so ein Projekt. Und was ich total spannend finde, auf dem RCL-Gelände schwirren viele tausende Rugbienen, wie sie der Club nennt, herum. Das sind 2 Bienenvölker und sorgen für regionalen, biologischen und ökologisch einwandfreien Honig. Und jetzt gab es schon die erste Ernte. Ich glaube, vor 2 oder 3 Tagen sind die ersten 40 Gläser fertig geworden und die werden jetzt an Interessenten abgegeben. Cool. Ist das cool? Also man kann da gerade nicht so wirklich Rugby spielen. Das heißt, die haben das so ein bisschen für andere Zwecke verwendet sozusagen. Und da scheint es auch einen Imker-Begeisterten zu geben. Ich kann nur unsere ehemalige Folge mit den 2 Imkern empfehlen, den Stadtimkern. Im Rosenthal waren wir da unterwegs. Aber man sieht auch, auf einem Rugbyfeld gibt es Bienenvölker, die sich da betun. Und der Honig heißt halt wirklich Rugby. Also Rug und Biene, total cool. Ja. Und wer da Interesse hat, kann sich mal bei den Jungs da melden, bei den Mädels. Ja, was haben wir sonst noch so entdeckt? Es gibt einen großen Netto, gleich an der Haltestelle. Das hatten wir ja schon. Und ein DM. Und ein DM mittlerweile. Das hat mich überrascht, hier draußen. Also kann man ja hier wirklich hinziehen. Man hat wirklich alles in der Nähe. Ja, ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, war ja die Frage von, oder die Anfrage von Sven oder die Empfehlung von Sven, fahrt doch mal an die Haltestelle Stameln. Und da bin ich mal gespannt, was ihr draus macht. Denn da gibt es nur Netto. Und ansonsten nicht so viel. Ich glaube auch, die Netto-Mafia hat sich Stameln gegriffen. Weil als ich von Waren aus kam, von der Haltestelle, von der S-Bahn-Haltestelle, gab es da auch einen Netto. Und der ist wirklich original, also lass es 200 Meter sein, entfernt. Okay. Und ich glaube, die haben hier so ein bisschen Monopolstellung. Verstehe. Dass da überhaupt ein DM sich ansiedeln durfte, das ist schon ganz schön tricky. Ja. Aber nein, was es hier nicht alles gibt, also ich finde es total cool. Rugbyplatz, es gibt den KGV-Stameln, wenn man hier wirklich auch ein kleines Gärtchen sich holen will. Den Suppentopf und noch ganz viele andere Restaurants. Ich habe einen Griechen gesehen. Ja. Ich habe so ein, wie hieß denn das, an der Post? Hieß das Zur die Gaststätte? Zur Post. So ein wahrscheinlich bürgerliches Restaurant, wo es auch deutsches Essen gibt. Also total die Abwechslung und Luxusbuden in der Mühlstraße 20, Leute. Schaut es euch an. Auf jeden Fall. Und es ist auch relativ ruhig gelegen, wenn man so ein bisschen im Ort Stameln unterwegs ist. Also man muss ja nicht direkt an der Straße wohnen. Genau. Aber Alex. Und hier fährt halt nur alle 20 Minuten Straßenbahn hin. Also das ist schon, muss man mögen. Oder man hat ein Auto. Ja, naja, wobei Waren ist ja jetzt nicht so weit, wo ja dann schon 2 Linien verkehren. Ja. Ich bin, glaube ich, als ich auf der Georg-Schumann-Straße noch gewohnt habe, mal eingeschlafen. Da bin ich, glaube ich, in Stameln aufgewacht. Alex, das ist mir, glaube ich, einmal passiert. Du brauchst dich jetzt gar nicht so drücken vor den nächsten. Es geht mit den Empfehlungen weiter, oder? Also, Leipziger Leider Rheinfest. Nein. Zwischendurch habe ich natürlich wieder ein paar Fragen rausgesucht, Alex. Zum Glück schneide ich das Ganze hoffentlich hier. Hoffentlich beantworten kannst. Ja. Warum steht das eigentlich nicht mehr im Skript? Das finde ich nicht gut. Ja, weil du hättest das nicht so auffällig machen dürfen. Ja, der Regen hat aufgehört. Taktischer Fehler von dir. Der Regen hat aufgehört. Ja, da können wir doch gleich mit den Empfehlungen der Woche weitermachen. Ja, später. Und zwar habe ich jetzt 4 Fragen für dich rausgepickt. Und da sind ein paar Fragen dabei, die sind sehr fies, das gebe ich zu. Wir fangen mal ganz einfach an. Wie viele Fragen? 4? 4. Welches Gebäude wurde im Oktober 1993 hier in Stameln eingeweiht? Im Oktober 1993? Das habe ich da oben nicht erwähnt. Mist. Also du hast alles hier oben auf einer A4-Seite. Das ist die komplette Geschichte von Stameln. Und 1993 hast du weggelassen. Das Rathaus.
Das wäre traurig, wenn das erst so spät ist. Nee, das neue Rathaus, sagst du das mal? Das steht ja dann jetzt in Leipzig, also in der Innenstadt. Aber soll ich dich erlösen? Ja. Und zwar die Druckerei der LVZ. Es ist Europas modernste Druckerei, die dort eröffnet worden ist. Voll spannend. Geil, oder? In Stameln. Hier in Stameln, ja, so ein bisschen weiter oben. Jetzt die Extrafrage an dich. Gibt es die noch? Natürlich. Okay, also sie ist nicht irgendwie umgezogen. Nee. Und es ist auch gar nicht so weit bis zum Porsche-Werk, glaube ich, oder was? BMW war es, glaube ich. Naja, jetzt, wir sind ja auch fast bei DHL. Genau, das und ist Co. Gar nicht so weit, deswegen Gewerbegebiet, ja. Beim Amazonas. So auch fast. Richtig, richtig. Nicht nur anderweise ein Elster, auch am Amazonas. Ja, also leider. Brum, 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 brum. Ja, ja, leider. Nächste Frage. Nächste Frage. Was hatte man ursprünglich mit dem Rangierbahnhof geplant? Ja. Wir reden noch vor dem Zweiten Weltkrieg. Vor dem Zweiten. Vor dem Krieg. Was plant man da mit so einem Rondell? Weiß ich nicht. Da bin ich zu unkreativ, glaube ich, dafür. Wir bleiben natürlich bei Superlativen, wie du es gerne mal zu sagen pflegst. Ah ja. Er sollte Europas größter Güterbahnhof werden und damit dem in Hamm-Westfalen den Rang ablaufen. Aber der Zweite Weltkrieg hat diesen Plan dann leider verhindert. Das wäre ja auch was gewesen, hä? Aber dann Stameln. Hätte Stameln wirklich Weltruhm erlangt. Wahrscheinlich. Oder zumindest Europa-Ruhm. Bei den Gütern. Ja. Wahnsinn. Ja, willst du jetzt erst die einfachere Frage ja. und dann die schwerste Frage haben? Okay. Also das war jetzt schon relativ schwer, da wäre ich nie drauf gekommen. Ja, wahrscheinlich. Also, zum Glück hast du letztes Mal deine Tassen schon bekommen. Also das war, da war zum Glück hast du letztes Mal deine Tassen schon bekommen. Weil die hättest du nicht verdient, meinst du? Oh, ich habe noch gar nichts richtig beantwortet. Jetzt mal eine einfache Frage. Ne? Ja, Schätzfrage. Hm? Wie viel Weizen und wie viel Roggen wurden jährlich in der oben genannten Mühle gemahlen? Stand 2000. Was denkst du? Wie viel 2000. Weizen wurde ungefähr gemahlen? Und wie viel Roggen wurde ungefähr gemahlen? Hast du nicht gesagt, die haben 1,8 Milliarden D-Mark irgendwie? 16,8 Millionen. 16,8 Millionen. Siehst du, ich merke mir doch Dinge super. Und kann alles in Relationen setzen, in richtigen. Das musst du mal ausrechnen, wie viel kostet ein Päckel? Naja, 30 Peng damals, 50 Peng. Das waren noch Ostzeiten wahrscheinlich. Komm, 2000. 300.000 Kilo Roggen und 250.000 Kilo Weizen. Oh Gott. Nee, nicht 250 Kilo. 250.000 Tonnen. Ich habe heute echt ein Gefühl für Zahlen und Mengen. Also irgendwie. Ich komme gerade aus dem Lachen. Oh yeah. Also mit Kilo hättest du vielleicht eher den Nagel auf den Kopf getroffen. Was relativ leicht war. Wenn ich das hätte umrechnen können. Keine Aber, Tonnen. Es sind ca. 48.000 Tonnen. Quatsch, 45.000 Tonnen. Ja. Elite und A-Weizen, also feinste Sorte. Oh. Genau, also nicht irgendwelcher Schrot. Die feinen Herren. Ja. Nur das feine Weizen. Und ca. 16.000 Tonnen Roggen feinster Qualität. Fein. Ja. Jetzt bin ich gespannt, ob du das letzte hinkriegst. Das ist so ein bisschen, kennst du Black Stories, das Spiel? Oh ja. Ja, so Stimmt, ungefähr. Vielleicht sollte ich mich so den Fragen nähern. Ich muss einfach Rückfragen stellen und du sagst dann, ob ich auf der richtigen Fährte bin oder nicht. Aber dann wird die Folge hier special long. Ja, na, wie gesagt, ich dachte, zu Stameln kann man nicht so viel erzählen, deswegen musste ich Da müssen halt... wir es ein bisschen ausbauen, jawohl. Und zwar, was war passiert? Simon Köhler wurde am 24. Juni 1594 als Bestrafung mittels einem Halseisen angeschlagen vor der Kirche in Waren befestigt. Und zwar so lange, wie die Frühpredigt an diesem Sonntag dauerte. Alex, was war passiert? Hast du das wirklich aus Black Stories? Nein. Das klingt ja echt so. Was, er wurde irgendwo befestigt? Solange wie die Simon Predigt. Köhler wurde am 24. Juni 1594 um Gottes Willen, das ist ja schon zur Bestrafung mittels einem Halseisen vor einer Kirche in Waren angeschlagen und musste so lange ausharren, bis die Frühpredigt an diesem Sonntag
beendet war. Na, der wollte nicht zur Kirche kommen. Der war zu Hause, Netflix war geiler, hat er gesagt, nee, heute gehe ich nicht zur Sonntagskirche, heute bleibe ich mal zu Hause. Und das haben die aber schön mitbekommen in der Kirche und dann haben die den zur Strafe davor aber mal risch angekettet. Nee. Schade. Hätte ja sein können. Einen Tipp hast du noch. Naja, am Sonntag davor hat er sich hier schön, man muss auch mal so spenden in der Kirche. Und das hat er sich schön selber eingesteckt. Und da haben sie gesagt, nee, wenn du hier am nächsten Sonntag vorbeikommst, wir haben ja alle befragt und alle haben gesagt, du warst das, dann wirst du hier draußen angekettet für eine halbe Stunde. Ich glaube, das wäre eine sehr milde Strafe für Diebstahl. Die Kirche hatte nichts zu verschenken. Die Stamelner, die konnten sich nicht leisten, das ist ja noch weniger Einwohner. Leider auch falsch. Ach Mensch. Tut mir leid. Bei einem Brand eines Gutes. Oh, es war ein Feuerteufel. Nee, also bei dem Brand eines Gutes zuvor fluchte er, was den Kirchenleuten gar nicht gefiel. Und deswegen wurde er angekettet, damit er quasi... Harte Sitten. Das ist wirklich hart, ja. Kurz gefurcht, der hat gesagt, wahrscheinlich, zack. Scheiße, hier brennt's und damit hast du dir gleich mal so eine Frühpredigt eingefangen. Naja, von außen. Von außen. Ja nicht mal mitbekommen. Naja, wahrscheinlich wird ein bisschen so ist der Schallschutz technisch waren die bestimmt noch nicht so unterwegs. Ja, und wer weiß, was da alles so geflogen ist an Tomaten, Äpfeln oder. Wie Recht und Ordnung damals auch noch so ganz knallhart verfolgt worden, ne? Das ist schon. Ja, das war ja auch sehr kirchlich geprägt, ja, alles. Also, trotz dass es eben hier keine Kirche gab, aber das wurde alles knallhart durchgezogen. Heavy. Heavy. Gut, wäre ich nie drauf gekommen. Wärst du nie drauf gekommen, deswegen dachte ich mir. Das mit Netflix erschien mir plausibler. Ja, 1594, Netflix, na klar. So, kommen wir jetzt zu den Empfehlungen, endlich wieder zu guten Nachrichten. Das ist ja hier alles ein Graus gewesen heute, 0 von 4 Punkten. Alex. Ja. Wie gesagt, zum Glück hatte Alex seine Tasse letzte Woche schon bekommen. Ja, heute wäre es wirklich ein Großpreis gewesen. Ja, das wäre traurig gewesen. Ja, vom 9. bis 13. September lädt das Leipziger Weinfest zum Probieren und Verweilen auf dem Marktplatz ein. In den lauen Spätsommernächten lässt sich ein guter Tropfen in gepflegt geselliger Runde bestens genießen. Beachte dazu die Hinweise auf der Website, teilweise sind Sitzplatzreservierungen erforderlich. Wenn ihr diesen Podcast regelmäßig hört, dann seid ihr ja bestimmt auch so audiophile Menschen wie wir. Dann wird euch auch folgender Veranstaltungstipp sicher zusagen. Am 12. September um 16 Uhr startet in der Nähe des Ostpassagetheaters ein Audiospaziergang durch die Eisenbahnstraße. Kurzhörspiele an verschiedenen Stationen wird es geben und der Titel lautet Vom Suchen der Läuse, ein Spaziergang durch die Eisenbahnstraße. Los geht's, wie gesagt, am 12.09. 16 Uhr. Treffpunkt, und das ist jetzt ein bisschen kompliziert, ist die Kreuzung Mecklenburger Straße, Rosa-Luxemburg-Straße, Lutherstraße, Eisenbahnstraße bei dem großen My Place Self-Storage-Schild. Bringt bitte euer eigenes Smartphone mit, der Eintritt ist frei und es ist auch keine Anmeldung erforderlich. Alle Infos gibt es in unserem Blogartikel zu dieser Folge und auf ongoing-project.org. Das ist ein ziemlich cooles Projekt. Sorry, ich hatte gerade einen kleinen Lachflash und. Mein dieswöchig. Dann habe ich noch einen Kinotipp für euch. Oh Gott. Ich lach dich aber auch mal aus, wenn du dich versprichst. Mein dieswöchiger Kinotipp ist der Dokumentarfilm 972 Breakdowns. Es geht um 5 Menschen, die 2,5 Jahre, 43.000 Kilometer, inklusive 972 Pannen, deshalb auch der Name, auf Motorrädern unterwegs waren, und zwar von Halle zum Big Apple, also nach New York. Entstanden ist der Film aus 500 Stunden Rohmaterial. Ein Jahr hat das Team daran gearbeitet und nun geht das Künstlerkollektiv bis Ende September auf große Kinotour. Die Doku gibt es vor Ort, zum Beispiel am Montag, dem 14.09. um 19 Uhr in der Kinobar Prager Frühling. Oder wer es ganz spontan liebt, direkt heute am Mittwoch, den 9.09. um 17 Uhr in den Passagekinos. Und wenn ihr online mal recherchiert, manchmal ist das Künstlerkollektiv sogar mit vor Ort und beantwortet dann auch im Nachhinein Fragen. Kann ich sehr empfehlen. 972 Breakdowns, der neue Dokumentarfilm mit dem Motorrad von Halle nach New York. Spannend. Wer statt Wein lieber Bier bevorzugt,
Also, weil dein Gaumen lieber ein kühles Hopfen verträgt. Am 18. September steigt das Stucktoberfest im Leipziger Studentenkeller Stuck. Ab 20 Uhr geht's los. Im Rahmen der Eventreihe Outside gibt es noch bis zum 27. September jede Menge Veranstaltungen auf der Festwiese. Mehr Infos gibt's auf dasistleipzig.de/Veranstaltungskalender. Einfach mal reinklicken, da gibt es jede Menge tolle Veranstaltungen. Das ist von Audio, also von Hörbuchsprechungen bis Konzerten. Alles dabei. Ja, der 23. September, ja, den könnt ihr euch wieder ganz fett im Kalender anstreichen, denn da gibt es dann die nächste Folge der Leipziger Podcast-Betriebe. Und dann habe ich noch etwas, und zwar der ADFC, also der ADAC für Radfahrende, lädt aktuell zu einer Umfrage ein unter dem Thema und wie ist Radfahren in deiner Stadt? Die Fahrradklimatest 2020 Umfrage findest du unter fahrradklima-test.adfc.de und läuft bis zum 30. November. Erste Ergebnisse erfahrt ihr dann circa Oktober. Den Link dazu gibt es natürlich auch nochmal bei uns im Blog auf podcastbetriebe.de. Und noch eine Bitte von uns und natürlich auch im Sinne aller Veranstalter und aller Mitmenschen. Haltet bitte die Mindestabstände ein, tragt eine Mund-Nasen-Bedeckung und schützt damit eure Mitmenschen. Und ihr schont sogar euren Geldbeutel. Seit 1. September werden in den öffentlichen Verkehrsmitteln bis zu 60 Euro fällig, wenn keine Maske getragen wird. Also, nur so gelingt's. Nur wenn wir uns gemeinsam gegenseitig schützen, packen wir es. Und dann habe ich noch etwas. Und zwar, auch ihr könnt bei uns mitmischen. Ihr könnt uns zum Beispiel auch mal einen fiesen Haltestellen-Tipp schicken, wie der Sven es getan hat. Ich fand's nicht so fies. Ich find's ja eigentlich ganz schön. Und jetzt klart's auch noch auf. Ja, das stimmt. Aber ursprünglich war es eine fiese Haltestelle, denn ich habe mich an den Computer gesetzt, habe mir die Haltestelle angeschaut und dachte mir so... Netto. Netto. Was willst du da jetzt erzählen? Aber es wurde natürlich dann eine sehr... Wir können auch das nächste Mal eine halbe Stunde über Netto reden. Ja, Nettoeinkommen. Bruttoeinkommen. Brutto. In Leipzig. Steuern. Da sind wir die völlig falschen Ansprechpartner. Richtig. Aber mit gefährlichem Halbwissen kennen wir uns aus. Ja, genau. Ja, und gefährliches Halbwissen gibt es bei uns. Anrufen sollt ihr. Genau, gefährliches Halbwissen gibt es bei uns auf Instagram und so nicht. Denn, aber da könnt ihr uns erreichen. Oui. Auch über die Website sind wir verfügbar. Oder ganz klassisch per Anruf unter der 0341 49264182, wo ihr uns natürlich 2 Minuten lang einfach mal auf den Abweg quatschen könnt. Oder wenn ihr uns auf der Straße begegnet, sprecht uns einfach an. Dann sprechen wir zurück. Ich habe das immer, wenn ich in der Straßenbahn stehe und die Aufnahmen mache von diesen Haltestellen, gucken mich die Leute immer ganz komisch an. So nach dem Motto, oh, spreche ich den jetzt mal an, und weil ich bin neugierig ohne Ende. Nee, du kannst doch mal so einen auf Aluhut machen und einfach sagen, spürt ihr es auch? Diese elektrischen Schwingungen, die wollen uns alle krank machen in der Straßenbahn. Spürt ihr es nicht? Wenn da Töne rauskommen, kommen da irgendwelche Viren mit. Ja, genau, mach irgendwie so Verschwörungsmythen auf oder so. Ich finde das geil. Genau. Genau, also wie gesagt, ihr könnt mich auch einfach mal ansprechen. Ich bin da zwar eher schüchtern, aber... Genau. Ihr könnt mich ansprechen, aber ich werde nicht antworten. Also nehmt es mir nicht übel, aber ihr könnt mich gerne genau. ansprechen. Ja. Das war's. Vielen Dank fürs Zuhören, liebe Zuhörer. Ja, das waren die Leipziger Podcast-Betriebe für heute. Für mehr Informationen besuche unsere Webseite oder folge uns auf Twitter, Facebook und Instagram. Um keine Folge mehr zu verpassen, kannst du unseren Podcast unter anderem auf Apple Podcast, Spotify, Anchor oder Google Podcast, also wirklich überall, wo es Podcast zu hören gibt, abonnieren. Und wenn du schon mal dabei bist, freuen wir uns sehr über positive Rezensionen und Bewertungen. Jedes Like und jeder Daumen nach oben hilft uns, diesen Podcast ein klein wenig bekannter zu machen, sodass wir demnächst noch mehr Menschen auf unsere hörbare Stadtrundfahrt mitnehmen können. Wir begeben uns jetzt direkt auf die Suche nach einer neuen, weiteren schönen Ecke in Leipzig. Und das Ergebnis, wie immer, in der nächsten Folge, und zwar am 23. September, gibt es die zu hören. Bis dahin, ihr Lieben, macht's gut und tschüss. Tschüss.
Endhaltestelle. Bitte alle aussteigen. Wir bedanken uns, dass Sie die Leipziger Podcast-Betriebe gehört haben und würden uns freuen, Sie bald wieder als Hörer begrüßen zu dürfen. Mehr Infos auf www.podcastbetriebe.de.